Oh mein Gott, Leute, da kommen welche. Oh, zwei Mädels, Jungs. Hab ich gar keinen Bock drauf. Hi. Hallo. Geht's euch gut? Einwandfrei, und euch? Ja, ja, immer super. Doch. Seid voll am Strahlen, Mensch. Hi, grüß dich. Hi. Nikita, hi. Andi, hi. Evelina, freut mich. Ach, freut mich auch. Die Evelina kommt ins Paradise Hotel. Oh yeah. Was ich an mir liebe, alles. Ich bin selbstbewusst. Das ist so die Krone, was jeder Mensch so haben sollte. Ja, mein Traummann, wie soll er sein? Ich habe hohe Ansprüche, ja, sollte jede Frau haben. Wenn der mir jetzt fremd flirtet, selber schuld. Bin ich knallhart, dann gehe ich auch heim, ist mir egal. Meine lieben Männer, ich freue mich riesig, euch kennenzulernen. Auf uns wird auf jeden Fall viel Spaß kommen. Hi, hi. Tunjai. Evelina, hi. Hi, David. Ja, die beiden, Tunjai und David, hast du schon direkt gesehen. So beide abgecheckt. Wir haben sie so verkackt, Alter. Wir sind los, wir gehen hin. Ciao. Ciao. Wir Jungs natürlich alle happy, am Grinsen, lachen. Wir haben uns natürlich gefreut auf Neuzugänge. Ich bin Nikita, ich bin 27 Jahre alt. Bin hauptberuflich in der Pharmaindustrie tätig, nebenberuflich als Personal Trainerin. Meine Hobbys sind eindeutig Sport, Bodybuilding. Ich gehe 5 bis 6 Mal die Woche ins Gym. Ich bin ein totales Alpha-Weibchen. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Und es gibt natürlich Menschen, die damit nicht klarkommen. Wenn mich andere Frauen als Konkurrent sehen, ist es das größte Kompliment, was eine Frau eigentlich haben kann. Die Männer können sich auf schöne Flirts und Dates einstellen. Ja, so schnell geht's hier. Krass. Na, habt ihr Bock ein bisschen auf Sekt? Ja. Ich bin schockiert, dass es 2 sind. Das heißt auf jeden Fall, einer fliegt. Oder auch 2 zumindest, kann auch sein. Ist schon heftig, ja. Wir haben richtig verkackt. Richtig verschissen, ich sag's dir. Ja, no joke. Kein Bock mehr. Ja, ich dachte mir nur so, super. 2 neue Mädels, jetzt wird hart für uns. Das habe ich gedacht, ja. Ich war so, okay. Fliegt einer von uns 100 pro. Nee, dann heul ich. Ich habe schon ein bisschen Angst, den Tunjai zu verlieren. Ich habe schon ein bisschen gerade Schiss. Paradise Hotel ist voller Überraschungen auf jeden Fall. Wovor ich Angst habe, dass sie nachher auch beide immun sind oder eine von denen zumindest. Wenn ihr jetzt entscheiden würdet, welcher wäre so voll euer Typ? Okay, die Frage ist jetzt zu krass. So vom Aussehen her, wen findet ihr jetzt so, wo ihr sagen wollt, so, ja, das ist echt so ein Leckerchen? Im Äußeren habe ich keinen Typ. Keinen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Jungs alle sehr attraktiv.